Amen. Wir haben Römer Kapitel 6 gelesen und wir haben zuletzt den Vers gelesen, Vers 23. Das ist der Vers, auf den ich heute eingehen möchte. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Lohn der Sünde ist der Tod, das wir verdient haben, ist der Tod. Aber die Gnadengabe, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und der Titel meiner Predigt ist der, das Geschenk Gottes oder die Gabe Gottes. Und was ist das Geschenk Gottes? Nun, die Antwort haben wir schon erfahren. Kapitel 6, Vers 23. Das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Geschenk Gottes. Aber ich möchte natürlich noch mehr darauf eingehen, sonst müsste ich keine Predigt darüber halten. Wenn wir über das Geschenk oder die Gabe Gottes sprechen, dann möchte ich erstmal klarstellen, dass es ein und dasselbe ist. Es sind zwei verschiedene Wörter, aber die werden synonym gebraucht im Deutschen. Und ich lese dazu vor aus Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also wenn wir im Deutschen von Gabe oder Geschenk oder von Gnadengabe reden, dann geht es um ein und dasselbe. Es geht um ein Geschenk. Etwas, was man sich nicht verdienen kann, etwas, was man nicht kauft, ist ein Geschenk. Und wir sehen hier also, genau, dass das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben ist. Und das ist so einfach, es ist so eine einfache Frage, so eine einfache Antwort. Aber zu dieser einfachen Frage existiert tatsächlich Verwirrung unter manchen Christen. Was denn das Geschenk überhaupt ist? Weil es gibt nämlich Christen, manche Leute, die gehen in ihrem übermäßigen Eifer, alles der Gnade Gottes zuzuschreiben. Und wenn du Buße tust von deinen Sünden, dann ist es auch Gottes Gnade. Gott wirkt das in dir. Und wenn du nach deiner Errettung Werke tust, dann ist das auch alles von Gott gewirkt. Und in ihrem übermäßigen Eifer, alles Gottes Gnade zuzuschreiben, sagen sie, dass auch der Glaube Gottes Geschenk ist. Und sie sind verwirrt. Sie wissen nicht genau, was das Geschenk Gottes ist. Ist es das ewige Leben? Ist es der Glaube? Ist es beides? Also zu dieser Frage existiert Verwirrung, obwohl die Antwort so einfach ist. Und die Bibel sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21, ich lese das vor, prüft alles, das Gute behaltet. Also wir sollen alles prüfen. Die Bibel fordert uns auf, wenn wir etwas hören, das zu prüfen, auch wenn ihr meine Predigt hört, wenn ihr Moses Predigt hört. Wir müssen das prüfen anhand der Bibel, was gesagt wird. Wir müssen alles prüfen, das Gute behaltet. Und ich will diesen Punkt, was ist das Geschenk Gottes, nicht einfach so abhaken, obwohl er jetzt schon abgehakt wäre, rein theoretisch, sondern ich will tiefer einsteigen in diese Frage und wir wollen prüfen, ob diese Lehre stimmt, dass auch der Glaube irgendwie ein Geschenk Gottes ist. Wir wollen diese eigentlich verwirrende Lehre prüfen, weil früher oder später werden wir in unserem Leben als Christ auf falsche Lehren stoßen oder auf komische Lehren. Wir müssen das prüfen. Wir wollen es jetzt zusammen prüfen. Und lasst es mich zu Beginn sagen, wenn jemand sagt, okay, ich glaube, dass auch der Glaube irgendwie ein Geschenk von Gott ist, das ist nicht an und für sich eine verderbliche Irrlehre, in dem Sinne, dass derjenige nicht gerettet ist. Ich meine, er geht zwar etwas zu weit, er ist ein bisschen verwirrt, aber es ist nicht irgendwie eine schlimme Irrlehre, durch die man in die Hölle kommt. Weil das ist natürlich, derjenige legt sehr viel Wert auf Gottes Gnade, das ist gut, aber er liegt falsch damit und dazu werde ich noch kommen, warum das so ist. Das ändert nichts daran, dass es eben eine falsche Lehre ist. Und der Vers, den sie verwenden, schlag das bitte mit mir auf, ist Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Schlagt mit mir auf, Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das ist ein Vers, den wir sehr oft zitieren, wenn wir Seelengewinn gehen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wieder, der Titel meiner Predigt ist das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes. Und wir erfahren hier, was die Gabe Gottes ist. Gottes Gabe ist es. Ja, was? Dass wir gerettet sind. Das ist Gottes Gabe, das ewige Leben. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So, und jetzt sagen manche Leute, siehst du, der Glaube ist die Gabe Gottes. Das steht doch hier, der Glaube ist die Gabe Gottes. Und ich habe den Vers schon zigmal gehört und zigmal gelesen und dieser Vers ist eigentlich so wunderbar glasklar, so wunderbar einfach zu verstehen. Wir sind gerettet aus Gnade durch den Glauben. Es ist Gottes Geschenk, dass wir gerettet sind. Fertig. Und dann war ich in einer Predigt und der Prediger sagt, ja, aber auch der Glaube ist ein Geschenk. Und ich dachte mir so, Moment mal, das ist Quatsch. Wie kommt er darauf? Ich bin nie auf diesen Gedanken gekommen, aber das Ding ist, viele Theologen lesen einfach nur Kommentare und zu wenig Bibel. Und sie wollen ihre Theologie der Bibel überstülpen und ihre Theologie reinlesen in die Bibel.
Das Problem ist, dass eben 99% der Theologen nicht wirklich geistlich sind, wenig Bibel lesen und viel auf Kommentare vertrauen. Wenn du einfach ungefiltert, unvoreingenommen diesen Vers liest, Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, dann ist klar, was die Gabe Gottes ist, das ewige Leben, dass wir gerettet sind. Es ist Gottes Geschenk. Genau, und wie werden wir gerettet? Das sagt uns der Vers auch, wir werden durch den Glauben gerettet. Also wir werden durch den Glauben gerettet. Wenn wir durch den Glauben gerettet werden, dann kann nicht der Glaube gleichzeitig das Geschenk sein. Denn der Glaube ist das Mittel, wie wir gerettet werden. Das erste Problem mit dieser Lehre, dass der Glaube das Geschenk Gottes ist oder auch ein Geschenk Gottes ist, ist, dass sie grammatikalisch keinen Sinn macht. Und lass mich das beweisen. Nehmen wir an, der Glaube, und ihr müsst jetzt den Vers mitlesen, nehmen wir einfach an, der Glaube sei die Gabe Gottes. Dann müsste der Vers folgendermaßen lauten. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und der kommt nicht aus euch. Gottes Gabe ist er. Versteht ihr, was ich meine? Der Glaube. Glaube im Deutschen ist grammatikalisch männlich. Also wenn wirklich der Glaube das Geschenk Gottes wäre, dann müsste es heißen, und der kommt nicht aus euch, Gottes Gabe ist er. Aber das ist nicht, was hier steht, sondern hier steht, Gottes Gabe ist es. Ja? Und wenn jemand beim Seelengewinn auf der Straße sagt, ey Bruder, ich habe auch das Glaube, dann ist es kein Problem. Wir werden denjenigen nicht zurechtweisen, weil er schlechtes Deutsch spricht. Wir sagen nicht das Glaube im Deutschen, wir sagen der Glaube. Ja? Also gerade grammatikalisch macht diese Theorie keinen Sinn, dass der Glaube irgendwie Gottes Geschenk ist. Das geht nicht auf. Aber das Ding ist, wir reden hier über Leute, nicht mit Leuten, die auf der Straße sind, denen wir das Evangelium geben, sondern es geht hier um Theologen, die das lehren, die eigentlich Bescheid wissen müssten, die eigentlich der deutschen Sprache mächtig sein müssten. Und das ist etwas ziemlich peinlich, finde ich, wenn sie so einen Fehler machen. Und lass mich das weiter beweisen. Wenn wir den Satz so lesen, denn aus Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Also wenn wir einfach durch den Glauben und nicht aus Werken nicht mitlesen, dann macht der Satz immer noch Sinn. Warum? Weil sich das Geschenk, also Gottes Gabe ist es, darauf bezieht, dass wir gerettet sind. Denn aus Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ungefähr logisch. Genau, also mein erster Punkt ist, grammatikalisch macht es keinen Sinn. Und genau, wie schon gesagt, worauf bezieht sich das dann? Es bezieht sich auf seid ihr errettet. Dass wir gerettet sind, das ist Gottes Geschenk, das ist Gottes Gabe. Der zweite Beweis, dass diese Lehre falsch ist, ist der logische Beweis. Das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Wenn der Glaube das Mittel ist, wie wir gerettet werden, denn es heißt durch den Glauben. Was bedeutet durch? Ist das Mittel, wir werden durch den Glauben gerettet. Dann kann der Glaube nicht gleichzeitig das Geschenk sein. Und das meine ich mit verwirrend, dass diese Lehre verwirrend ist. Was ist, wenn ich jemandem, einem Ungläubigen sage, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben und du bekommst das durch den Glauben. Aber der Glaube ist auch ein Geschenk. Ja, wie jetzt? Also was muss ich jetzt tun? Ja, gar nichts. Gott schenkt dir den Glauben oder nicht? Wenn der Glaube auch ein Geschenk ist. Also rein logisch macht das überhaupt gar keinen Sinn. Das Mittel, wie man etwas bekommt, kann nicht gleichzeitig das Geschenk sein. Aber am wichtigsten ist der theologische Beweis, und das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem logischen. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, die Bibel sagt uns eindeutig, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Leute sagen, aber du weißt doch gar nicht, ob Gott überhaupt will, dass derjenige gerettet wird. Du weißt das doch gar nicht. Und ich würde sagen, doch, ich weiß das. Ich weiß, dass Gott den Menschen retten will, mit dem ich gerade auf der Straße rede, mit dem ich gerade das Evangelium gebe. Gott will diesen Menschen retten, definitiv. Und ich bitte euch, haltet euch das vor Augen, wenn wir dann später Seelen gewinnen gehen. Das ist nicht einfach ein Spiel, das ist nicht einfach Spaß. Also es macht auch Spaß, aber es ist nicht irgendein Witz. Sondern wenn du mit einem Menschen auf der Straße redest, das Evangelium predigst, dann bist du in dem Moment der Prophet, den Gott gesandt hat, um diesen Menschen zu warnen. Haltet dir das vor Augen, dass Gott diesen Menschen, mit dem du redest, retten will.
dass Jesus für diesen Menschen gestorben ist, dass er ihn retten will, definitiv, und dass es nicht einfach nur eine Übung ist. Und warum spreche ich das überhaupt an? Das Problem ist, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, und wir wissen, dass das Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, was ist dann mit den Menschen, die nicht glauben, wenn der Glaube auch ein Geschenk ist? Ich meine, hat dann Gott den Menschen, die nicht glauben, einfach nicht den Glauben geschenkt? Ich dachte, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, also müsste er eigentlich allen Menschen den Glauben schenken. Und an dem Punkt wird es sehr verwirrend, weil es einfach eine verwirrende Lehre ist. Diese Lehre ist Quatsch. Der Glaube ist eben kein Geschenk. Ja, ansonsten haben wir einen Gott, der nicht weiß, was er will. Und das ist nicht der Gott der Bibel. Gott weiß, was er will. Er will alle Menschen retten. Und er gibt ihnen das Evangelium. Er schenkt ihnen Propheten, er schenkt ihnen Prediger, die ihnen das Evangelium predigen. Und sie müssen eben glauben. Sie müssen ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Das ist, was sie tun müssen. Das ist nicht das Geschenk. Ansonsten würde Gott einfach jedem Menschen den Glauben schenken. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Glaube, wie wir schon festgestellt haben, ist das Mittel. Es ist also das, was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Aber dazu später mehr. Wir sind immer noch beim ersten Punkt. Was ist das Geschenk Gottes? Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Ewiges Leben, nach seinem Tod hier auf der Erde im Himmel zu sein, gerettet zu sein, bei Gott ewig zu leben und nicht in die Hölle zu kommen. Das ist das Geschenk Gottes. Und mit dem Geschenk Gottes geht noch mehr einher. Das ist, erstens müssen wir festhalten, ist das größte Geschenk überhaupt, das es gibt. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit denken wir daran, ja, dass Jesus auf die Erde gekommen ist als Retter, um uns ewiges Leben zu schenken. Das ist das größte Geschenk, was wir haben. Aber mit diesem Geschenk geht noch mehr einher. Und zwar lese ich vor aus Apostelgeschichte 10, Vers 44. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Vers 45. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Die Gabe Gottes, das ist zuallererst das ewige Leben. Aber mit dem ewigen Leben, mit der Gabe Gottes, geht auch der Heilige Geist einher. Das ist im Grunde genommen ein und dasselbe. Es geht Hand in Hand, dass wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Hier ist die Rede von der Gabe des Heiligen Geistes. Und der Kontext dieses Kapitels ist, dass Petrus gesandt wurde, Cornelius in seinem Haus zu predigen. Cornelius war ein gottesfürchtiger Mensch aus den Heiden. Und wir sehen hier, dass Cornelius und sein Haus gerettet wurden. Sie haben das Evangelium geglaubt. Sie haben Gottes Geschenk bekommen, das ewige Leben. Und was passiert gleichzeitig? Das heißt, dass sie außer sich vor Staunen gerieten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Also sie empfingen gleichzeitig den Heiligen Geist. Sie wurden gleichzeitig mit Heiligen Geist erfüllt, als sie gerettet wurden. Und wie gesagt, es ist im Grunde genommen ein und dasselbe. Es geht Hand in Hand. Wer gerettet ist, der hat den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist nicht hat, ist nicht gerettet. Du kannst es nicht voneinander trennen. Und lass mich das mit noch einem weiteren Vers zeigen, wenn ihr weiterblättert. In Kapitel 11, Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Und ich lese noch ein paar Verse weiter. Kleiner Moment. 11, Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte werden können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Wir sehen hier also in dem Bericht wieder, dass sie gläubig wurden und dass sie im selben Moment mit Heiligem Geist erfüllt wurden. Dass es Hand in Hand geht. Denn es heißt in Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns. Und in Vers 18 sagen dann die Zuhörer, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also was ich damit sagen will ist, in seinem Bericht legt er den Fokus darauf, dass sie mit Heiligem Geist erfüllt wurden. Und das Fazit der Zuhörer ist aber, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also das Fazit, das sie ziehen, ist, sie wurden gerettet, sie haben ewiges Leben. Was geht damit einher? Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist der Fokus
worauf er hier den Fokus legt in seinem Bericht, dass sie eben mit Heiligen Geist erfüllt wurden. Und als du gläubig wurdest, da hast du das größte Geschenk deines Lebens bekommen. Es ist ewiges Leben. Jesus hat für deine Sünden bezahlt. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also alles, was du jemals getan hast, alles, was ich jemals getan habe, die Sünden der ganzen Welt, die hat Jesus auf sich genommen. Und Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, hat für unsere Sünden bezahlt und kann uns unsere Sünden vergeben dadurch. Er hat bezahlt für uns, hat bezahlt für das Geschenk, dass wir ewiges Leben bekommen können. Du kannst in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen, du hast ewiges Leben, du kommst definitiv in den Himmel. Ansonsten wäre es nicht ewig, das ewige Leben, wenn du es wieder verlieren könntest. Und das ist wirklich das beste Geschenk überhaupt. Halte dir das vor Augen, was das für ein Geschenk ist, ewiges Leben. Es ist nur ein einziges Geschenk, aber das ist etwas, worüber du dich dein ganzes Leben lang freuen kannst. Über dieses eine Geschenk des ewigen Lebens. Und ich kann mich noch erinnern, nachdem ich wirklich gerettet war, geglaubt habe, dass ich oft gebetet habe, danke Gott, dass du mir den Jackpot geschenkt hast. Weil ich dachte mir, ich habe mir das vor Augen gehalten, abends, wenn ich einfach gebetet habe, wenn ich jetzt sterben würde, ich wäre im Himmel, garantiert. Und ich habe mir das einfach vor Augen gehalten, das ist der Jackpot. Das ist der größte Gewinn überhaupt. Das ist unfassbar. Und Gott hat es mir einfach so geschenkt. Das, was du dir niemals verdienen kannst, was du dir niemals leisten kannst, das schenkt Gott dir einfach, wenn du an ihn glaubst. So einfach ist das. Und nicht nur das, sondern mit dem ewigen Leben bekommen wir auch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein sehr großes Geschenk. Gott gibt uns also nicht nur ewiges Leben, in Anführungszeichen, sondern er gibt uns auch die Möglichkeit, er befähigt uns, nach unserer Rettung Werke zu tun, durch die wir uns etwas dazu verdienen können. Weil das Ding ist, Gott weiß, dass wir uns als Menschen etwas verdienen möchten. Ja? Wenn wir auf der Straße Leute ansprechen und fragen, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, ich muss die 10 Gebote halten, ich muss mich taufen lassen und. Woran liegt das? Weil wir uns etwas gerne verdienen wollen. So ticken wir als Menschen. Wir wollen etwas tun, dafür etwas bekommen. Das Ding ist, du kannst nichts Gutes tun für das Geschenk des ewigen Lebens, sonst wäre es kein Geschenk mehr. Aber Gott weiß, dass wir uns gerne etwas verdienen möchten, gibt uns den Heiligen Geist und befähigt uns, nach unserer Rettung Werke zu tun, für die wir uns etwas verdienen können. Schätze im Himmel, spricht die Bibel davon. Und hier ist das Ding, was du dir vor Augen halten solltest. In Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also das Einzige, was wir uns als Sünder von Natur aus sozusagen verdient haben, ist der Tod. Also wir haben uns nichts Gutes verdient, wir haben uns nur den Tod verdient. Und worum es geht in diesem Vers, ist nicht der Tod hier auf der Erde, sondern es geht um die Hölle. Wir haben uns alle die Hölle verdient. Wenn du eines Tages stirbst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst in die Hölle und musst in Ewigkeit für deine Sünden bezahlen, oder du hast Jesus für dich bezahlen lassen, hast an ihn geglaubt und kommst in den Himmel. Genau, also das Einzige, was wir eigentlich wirklich verdient haben, ist der Tod, ist die Hölle. Aber nachdem wir eben gerettet sind, haben wir durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, die Möglichkeit, gute Werke zu tun und uns Schätze im Himmel zu sammeln. Ich hoffe, das war jetzt klar genug erklärt. Ja, wenn du gerettet bist, hast du ewiges Leben. Nichts und niemand kann etwas daran ändern. Du kommst in den Himmel. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will in diesem Leben ein sinnvolles Leben leben. Hier auf der Erde. Ich will was Gutes tun. Ich will nicht einfach in der Welt leben, nicht einfach ein sinnloses Leben haben, sondern ich will für Gott leben. Amen. Und besonders die letzte Zeit, ich möchte mal kurz davon erzählen, besonders die letzten Tage haben mir gezeigt, wie unfassbar groß Gottes Geschenk des Heiligen Geistes ist und wie viel wert es ist, Jesus wirklich nachzufolgen. Weißt du, wir haben diese Doku übersetzt, The Sodomite Deception, ins Deutsche übersetzt und haben sie die LGBT-Lüge getauft. Ja? Und dieser Film, die LGBT-Lüge, ist nicht unbedingt der normale Doku-Film, den du im Fernsehen siehst, sondern der ist etwas kontroverser. Und es wurde im Internet die letzten Tage ein Artikel über Moi veröffentlicht, wo ich beim Namen genannt werde und falsche Anschuldigungen verbreitet werden. Und in den Kommentaren, ja, all diese Freaks in den Kommentaren, das ist seine Adresse, weiß sein Arbeitgeber davon Bescheid. Ja. Und all diese Freaks,
all diese Homos, all diese Schwuchteln, ja, die wollen uns Christen fertig machen. Weil sie Gott hassen. Und wenn du ein Problem damit hast, du hast ein Problem mit der Bibel. Die Bibel sagt in 3. Mose Kapitel 20, Vers 13, wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollten getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Ihr Blut sei auf ihnen. Ja, so einfach ist das. Aber weißt du was? Trotzdem, jemand eine Mail geschrieben hat an meinen Arbeitgeber mit der E-Mail-Adresse stopthehate666. Also nochmals, stopthehate666. Finde den Fehler. Ja? Hier, ihr Kollege oder ihr Mitarbeiter, der verbreitet das und das auf Twitter. Weißt du was? Erstens habe ich so ziemlich den besten Chef der Welt, habe ich mir gedacht, weil für ihn war es kein großes Problem. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe mich mental darauf vorbereitet, mir einen anderen Job zu suchen. Aber weißt du was, all diese Zeit mit dem Stress, mit dem Adrenalin und natürlich mit den Gedanken, die man sich macht, was könnte alles passieren, diese Zeit hat mich dankbar gemacht. Und als junger Mensch, da wünscht man sich viel, man hat viel vor, man wünscht sich dies und das und ist vielleicht nicht immer dankbar, aber diese Zeit hat mich dankbar gemacht. Und die letzten Tage war ich jeden Tag einfach dankbar für das Leben, das Gott geschenkt hat. Dafür, dass ich mit Heiligem Geist erfüllt sein darf, dass ich für Gott leben darf. Und es hat mich einfach glücklich gemacht. Und du denkst dir so, Junge, wie kannst du darüber glücklich sein? Wie kannst du dich darüber freuen, wenn Leute dich hassen und Anschuldigungen über dich verbreiten, falsche Anschuldigungen, dich bei deinem Arbeitgeber anschwärzen wollen und hier, ich habe ihn angezeigt, das ist das Aktenzeichen und so. Das ist kein Witz. Wie kannst du da glücklich sein? Aber weißt du was, ich fahre halt irgendwie ab auf Widerstand, auf Verfolgung, weil es einfach der Kampf ist, für den Gott uns bestimmt hat. Wenn wir für Gott leben, für Jesus Christus leben, dann haben wir Kämpfe. Das ist unsere Bestimmung. Wenn wir unserer Bestimmung nachgehen, werden wir glücklich sein, werden wir uns darüber freuen. Du solltest es genießen, für Gott zu leben. Du solltest es genießen, Widerstand zu erfahren, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein und nicht ein normales Leben zu leben. Und es ist wirklich ein großes Geschenk, habe ich mir gedacht. Ich bin wirklich dankbar geworden. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. So als keine perfekte Überleitung, aber das Geschenk kannst du dir nicht verdienen. Das Geschenk kannst du dir nicht verdienen. Das ist genauso einfach wie mein erster Punkt. Aber es gibt Leute, die glauben, sie können sich ein Geschenk verdienen. Das ist eigentlich komisch, oder? Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Ja, Amen. Aber du musst dich schon taufen lassen. Also, oder du musst schon ein bisschen die 10 Gebote halten. Moment mal, bitte. Ich lese kurz vor. Oder schlag bitte mit mir auf Römer Kapitel 3, Vers 24. Römer Kapitel 3, Vers 24. Römer Kapitel 3, Vers 24. Während ihr das aufschlagt, lese ich vor aus Apostelgeschichte 8, Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Das ist ein schöner Vers, um einfach zu sehen, okay, die Gabe oder irgendein Geschenk kannst du dich mit Geld erwerben. Du kannst es dir nicht erwerben, ein Geschenk. Das ist kostenlos. Und in Römer Kapitel 3, Vers 24 steht, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ja, es ist nicht dein Verdienst. Das Geschenk kannst du dir nicht verdienen. Wieder, so einfach. Aber man muss darüber sprechen, weil es Leute gibt, die das nicht kapieren. Du kannst nicht durch deinen eigenen Verdienst, deswegen habe ich mir den Vers rausgesucht, du kannst nicht durch deinen Verdienst irgendwie gerecht werden vor Gott, du kannst dir das Geschenk nicht verdienen, sonst wäre es kein Geschenk mehr, das ewige Leben. Dann, ja, dann müsstest du, was weiß ich, alles tun und du würdest es niemals schaffen, in den Himmel zu kommen, weil du nicht perfekt sein kannst. Also wenn du als Christ nichts erreichst in deinem Leben, komplett in der Welt lebst, ein unglückliches Leben hast, das du total bereust, weißt du, was das Paradoxe ist? Du stehst letzten Endes vor Gott gerechter. Ja, aber warum? Der hat doch so ein schlechtes Leben gelebt. Und trotzdem steht er vor Gott gerecht da. Warum ist das so? Weil du ohne Verdienst gerechtfertigt wirst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In 2. Korinther 9, Vers 15, ihr müsst das nicht aufschlagen, 2. Korinther 9, Vers 15, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Also nicht mir sei Dank, sondern Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und wenn wir jetzt schon bei einem weihnachtlichen Thema sind, ja, das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes,
Dann lass mich mal auf den Weihnachtsmann zu sprechen kommen. Weißt du was, der Weihnachtsmann ist ein Irrlehrer. Der Weihnachtsmann ist sowieso eine Lüge und er ist ein Irrlehrer, obendrein. Warum sage ich, dass der Weihnachtsmann ein Irrlehrer ist? Weil der Weihnachtsmann noch nicht mal kapiert hat, was ein Geschenk ist. Ich meine, er sagt, ich schenke dir das, wenn du auch schönartig bist. Warst du auch schönartig dieses Jahr? Dann schenke ich dir Geschenke. Das sind dann aber keine Geschenke. Das sind dein Lohn, den du dir verdient hast. Dann ist es kein Geschenk mehr. Dann könntest du sagen, mir aber sei Dank für das Geschenk. Ich war so artig. Jetzt habe ich ein Geschenk bekommen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und weil es Gottes Geschenk ist, ist es Gottes Verdienst. Ja? Gott hat es verdient für dich. Es ist nicht dein Verdienst. Okay? Und dann gibt es Leute, die sagen, also die Errettung, ja, das ist allein aus Gnade durch Glauben, das ist ein Geschenk. Aber ich meine, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Also ich meine, du musst auch schon dein Leben ändern. Und das ist etwas, was nicht in meinen Kopf reingeht, wie man sowas sagen kann. Ich meine, wenn es ein Geschenk ist, dann ist es ein Geschenk. Das ist so einfach. Aber du kannst nicht so weiterleben wie vorher. Ja, doch, kann ich. Natürlich kann ich das. Ganz ehrlich, das ist Werksgerechtigkeit. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst schon dein Leben ändern, ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Das ist Werksgerechtigkeit. Dann vertraust du immer noch auf dich, dass du irgendwas änderst in deinem Leben. Aber das hat dann auch alles Gott gemacht. Hä? Das macht keinen Sinn. Die Bibel sagt, dass es nicht aus Werken ist. So, wenn es nicht aus Werken ist, dann ist es nicht aus Werken. So einfach. Lass mich dir was erklären. Wenn jemand sagt, das ewige Leben ist ein Geschenk, aber dann weißt du, dass derjenige mit 99%iger Sicherheit nicht gerettet ist. Ich meine, wenn man sagt, ich schenke dir jetzt diese Bibel, aber dann weißt du, dass es schon kein Geschenk mehr ist. Weil warum gibt es ein Aber überhaupt? Ich meine, egal was nach dem Aber kommt, es wird eine Einschränkung sein. Egal was nach dem Aber kommt, es spielt keine Rolle. Dann ist es kein Geschenk mehr, wenn es auch nur eine einzige Einschränkung gibt. Die Gnadengabe Gottes schenkt dir Gott ohne Wenn und Aber. Es kommt kein Aber danach. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Das ist nicht, was da steht. Ja, du kannst tatsächlich nach deiner Errettung genauso weiterleben wie vorher und hast immer noch ewiges Leben. Du wirst es nicht verlieren. Du kannst so weiterleben wie vorher. Du kannst das tun, wenn du das unbedingt willst. Auch wenn es keine schlaue Idee ist. Und du sagst es vielleicht, okay, das ist deine Meinung, Anselm, dass du einfach so weiterleben kannst wie vorher. Aber lass es mich euch biblisch beweisen. Lass uns lesen, was die Bibel sagt. Schlagt mit mir auf Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Ich lese vor aus der Luther 1912 in dem Fall die Verse 18 bis 21. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, also worum es hier geht, ist Adam. Ein Mensch, Adam, hat gesündigt und es hat alle betroffen. Ja? Wir sind alle zu Sündern geworden. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus ist gemeint, die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, auf das die Übertretung mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, dass die Gnade noch viel mächtiger geworden, auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also was Paulus damit sagt ist, durch das Gesetz ist die Sünde mächtig geworden. Was damit gemeint ist, das Gesetz zeigt uns die Sünde auf. Wir werden uns unserer Sünde bewusst durch das Gesetz. Wir merken, wie schlecht wir vor Gott dastehen. Wir merken, oh Mann, ich habe noch so viele Probleme in meinem Leben. Auch schon nach mehreren Jahren, nachdem du gerettet bist, wirst du immer noch Probleme in deinem Leben haben, immer noch Sünde in deinem Leben haben. Und merken, oh Mann, daran muss ich arbeiten. Aber die Bibel sagt eben in Kapitel 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und das möchte ich jetzt verbinden mit, schlagt einmal weiter, Kapitel 6, Vers 1 bis 2.
In Kapitel 6, Vers 1 bis 2 steht, was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Das Ding ist, ja, du kannst so weiterleben wie vorher und bist trotzdem gerettet. Definitiv. Warum ist das so? Weil die Gnade mächtiger wird. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Also die Gnade, oder lass es mich dir so erklären. Du sündigst, häufst dir Sünde auf und was macht die Gnade? Die Gnade macht so, die wird noch viel mächtiger. Du wirst sündigen, die Gnade muss noch mächtiger werden. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber als Christ kannst du nicht in fortwährender Sünde leben. Du kannst nicht fortwährend sündigen, du kannst dich in der Sünde verharren. Wir haben schon gelesen aus Kapitel 6, Vers 1 bis 2, was wollen wir nun sagen, sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Also was Paulus damit sagen will, ist, es ist keine gute Idee, in der Sünde zu verharren. Es ist keine gute Idee, fortwährend zu sündigen, nicht seine Sünden aufzugeben. Das ist nicht, was Gott will von uns. Also nicht falsch verstehen, ja? Gott will nicht, dass wir sündigen. Gott will, dass wir ein heiliges Leben hier leben, klar. Aber wie wir in dem Kapitel davor gelesen haben, steht es schon fest, dass die Gnade viel mächtiger wird als die Übertretung. Wir wissen also schon, wenn ich sündige, wird die Gnade mächtiger. Und allein schon der Fakt, dass Paulus diese rhetorische Frage in Kapitel 6 stellt, beweist, dass es sehr wohl möglich ist für einen Christen, in der Sünde zu verharren. Ansonsten müsste er nicht diese Frage hier stellen. Lass es mich nochmal erklären. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger würde? Was er damit sagt ist, wenn du in der Sünde verharrst, dann wird die Gnade umso mächtiger. Also können wir in der Sünde verharren als Christen? Können wir in fortwährender Sünde leben? Oh, wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du zu 100% nicht gerettet. Das ist, was ich mal gehört habe in der Predigt. Wenn du in Ehebruch lebst, dann bist du zu 100% nicht gerettet. Wow. Ich meine, du bist zu 100% in Sünde und du musst zu 100% aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, nach dem, was die Bibel sagt. Aber du bist trotzdem gerettet, wenn du an Jesus Christus geglaubt hast. Gott will, dass wir ein heiliges Leben leben. Aber wie gesagt, allein der Fakt, dass diese Frage hier gestellt wird, sollen wir das denn tun, ist der Beweis dafür, dass es sehr wohl möglich ist. Aber wir sollen es nicht tun. Das sei ferne, sagt Paulus. Ja? Wir sind der Sünde gestorben, wir sollen nicht weiterhin in ihr leben in der Sünde. Wir sollen jetzt unser Leben auch aufräumen als Christen. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Und es hängt daher nicht von dir ab, wie du lebst. Oh, das ist billige Gnade, Anselm, was du da lernst. Das ist billige Gnade. Weißt du, ich glaube nicht an billige Gnade, ich glaube an kostenlose Gnade. Ich glaube an Gnade, die gar nichts kostet. Weil billig bedeutet, dass ich immer noch was bezahlen muss. Seit wann muss man für Gnade was bezahlen? Also du glaubst allen Ernstes, dass du ein bisschen was bezahlen kannst für deine Erlösung? Dass du mit deinen tollen Werken, die du hast, mit deinen schmutzigen Kleidern irgendwas bezahlen kannst? Ich meine, verachtest du so sehr das Blut Jesus, das er für dich vergossen hat? Dass du ein bisschen was bezahlen willst noch? Nicht einfach so weiterleben wie vorher, ein bisschen mein Leben ändern? Wir wollen uns hier nicht irgendwie in einer undefinierbaren grauen Masse bewegen, in so einer Grauzone. Ja, ist jemand, der sowas glaubt, noch gerettet oder nicht? Oder wir wollen einfach eine klare Grenze ziehen. Das ist das Evangelium. Es ist aus Gnade durch Glauben. Es ist ohne die Werke. Es ist egal, wie ich weiterlebe. Und mit egal meine ich nicht, dass es toll ist, wenn du einfach so weiterlebst wie vorher. Aber es spielt keine Rolle, wenn es geht um die Erlösung. Wenn es geht um das ewige Leben. Du hast ewiges Leben, du kannst es nicht verlieren. Wir wollen eine klare Grenze ziehen. Das Evangelium ist einfach. Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du als Christ keine Werke verrichtest, schaut Gott auf dich hinab und sagt, ja, das ist einer, der gerecht ist. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ich meine, Gott wird zornig sein vielleicht, wenn du als sein Kind in diesem Leben so weiterlebst wie vorher, aber du kommst in den Himmel. Du bist gerecht durch den Glauben. Jesus hat alles bezahlt, du musst das Geschenk nur annehmen. Das ist, was wir zu Weihnachten eigentlich feiern wollen, dass Jesus gekommen ist auf die Erde als Retter. Wir wollen an das Geschenk denken, das er uns gemacht hat. Also was haben wir besprochen bisher?
Was ist das Geschenk Gottes? Ist es der Glaube? Nein, es ist das ewige Leben. Was haben wir noch besprochen? Wir haben gesagt, dass du dir das Geschenk nicht verdienen kannst, dass du nichts bezahlen kannst. Und mein dritter Punkt ist der, wie nimmst du das Geschenk an? Was wir gerne erzählen beim Seelengewinn ist, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dann stellen wir gerne die Frage, der Fakt, dass Jesus gestorben ist für alle Menschen, bedeutet das, dass alle Menschen in den Himmel kommen? Dass alle Menschen in den Himmel kommen? Weil es gibt ja trotzdem noch irgendeine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Es gibt ja trotzdem irgendeine Bedingung, weil die Bibel sagt nicht, damit jeder nicht verloren geht, sondern damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also es ist jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus. Wie nimmst du die Gabe an, in Johannes Kapitel 4, Vers 10 steht? Johannes Kapitel 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und das lebendige Wasser, damit ist hier ewiges Leben gemeint. Und was Jesus sagt ist, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also nicht, er gibt dir lebendiges Wasser, sondern bitte ihn einfach darum. Ja? Es gibt eine Voraussetzung, dass du ihn bittest. Was wir daraus lernen, ist, dass das Geschenk zwar für jeden bereitsteht. Jesus hat für alle Menschen bezahlt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es gibt trotzdem eine Voraussetzung, dass du an Jesus glaubst, dass du seinen Namen anrufst. Herr, bitte rette mich, bitte schenk mir ewiges Leben. Wie auch immer, welche Worte. Wenn ein Beispiel dafür wäre, ich habe ein Geschenk. Ja? Glaubst du, dass ich das Geschenk habe? Glaubt ihr das, dass ich ein Geschenk habe? Ja. Und wollt ihr das auch haben? Ja. Okay, also könnt ihr mich einfach darum bitten. Wie wär's damit? Einfach nur so als Illustration, ist keine perfekte Illustration, aber wie die Bibel eben sagt, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es hat mal jemand eine sehr wichtige Frage in der Bibel, Apostelgeschichte 16, Vers 30. Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also er sagt nicht, glaube und du kannst nicht so weiterleben wie vorher oder glaube und lass dich taufen oder halte die 10 Gebote, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also die einzige Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, ist Glaube an Jesus Christus. Das bedeutet Vertrauen, zu 100% auf Jesus vertrauen, nicht auf dich selbst. Weil die Bibel eben auch sagt in Epheser 2, Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch, also nicht durch deine guten Werke. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht aus deinen guten Werken, sondern du musst auf Jesus vertrauen. Also wie nimmst du das Geschenk an? Durch Glaube allein. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, steht in Römer 10, Vers 10. Also im Herzen glauben, zu 100% darauf vertrauen, was Jesus getan hat, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden, begraben wurde und auferstanden ist, um dir ewiges Leben zu schenken, vertrauen darauf und mit dem Mund bekennen. Wie der Zöllner zum Beispiel gesagt hat, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was hat er getan, der Zöllner? Er hat zu 100% auf Gott vertraut, dass er ihn retten kann, hat ihn gebeten, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt die Bibel? Dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Ohne Umkehr von Sünde, ohne sonst irgendwas. Er hat einfach nur geglaubt und Jesus um Gnade gebeten. So einfach ist das. Das ist eine sehr einfache Predigt. Es geht um sehr einfache Fragen. Aber es sind wichtige Fragen, weil viel Verwirrung dazu existiert. Es existiert Verwirrung zu der Frage, was das Geschenk ist. Verwirrung zu der Frage, kann man sich das verdienen oder nicht? Ja, wie nimmt man es an? Deswegen wollen wir das Glas klar machen. In Römer Kapitel 3, Vers 27 steht, Römer Kapitel 3, Vers 27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also durch den Glauben, ohne Werke des Gesetzes. Ohne, dass du irgendwas Gutes dafür tust, du musst einfach nur an Jesus glauben, zu 100% auf ihn vertrauen, ihn bitten um das ewige Leben und er wird dir ewiges Leben schenken. Das ist das Geschenk Gottes. Daran wollen wir zu Weihnachten denken. Das wäre eigentlich ein schöner Schluss für meine Predigt, aber eine Sache möchte ich noch ansprechen. Und zwar gibt es Leute, die sagen, okay, es geht nicht um Werke des Gesetzes, die du haben musst als Christ, damit es rettender Glaube ist, sondern es sind Werke des Glaubens oder sowas. Aber das Ding ist, was viele sagen ist,
durch den Heiligen Geist wirst du automatisch irgendwann die Werke tun. Ja? Das sind dann nicht die Werke des Gesetzes, das sind irgendwie Werke, die dem Glauben folgen. Und sie machen diese Unterscheidung. Aber schlagt mit mir auf Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 1. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Also wenn wir im Geist wandeln, wenn wir uns vom Heiligen Geist erfüllt sind, durch den Geist Werke tun, dann sind das nicht irgendwie Werke des Glaubens, sondern das sind die Werke, es ist die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird. Also die Bibel macht nicht diese Unterscheidung zwischen Werken, die dem Glauben folgen und Werken des Gesetzes, sondern wenn wir Werke tun, dann werden die gemessen am Gesetz, ob sie gerecht sind oder nicht. Also die Gerechtigkeit des Gesetzes wird in uns erfüllt, wenn wir im Geist wandeln. Ja. Das wollte ich nur nochmal ansprechen und damit sagen, egal ob hier von Werken des Gesetzes die Rede ist, von Werken des Glaubens oder was auch immer, es ist ohne die Werke. Also Gott wird sagen, ohne die Werke bist du in den Himmel gekommen, ohne deinen Verdienst, es ist ohne Verdienst. Wir sollen die Werke tun, wir sollen im Geist wandeln, aber das ist etwas, was wir nach unserer Rettung tun, um uns Schätze im Himmel zu sammeln, zusätzlich etwas. Und dass wir hier ein sinnvolles Leben haben, Freude haben, Gemeinschaft mit Gott haben. Also nochmals, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Es ist das Geschenk Gottes, es ist ohne Werke des Gesetzes. Und lasst uns danken dafür, dass es ein Geschenk ist, dass es so einfach ist, gerettet zu werden. Dass es heute, und lasst uns dafür beten, dass es heute viele Menschen erfahren, dass sie gerettet werden und das Geschenk annehmen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Lasst uns beten.